Samstagvormittag vor der Alten Universität in Mainz. 16 Chöre sangen gemeinsam eine selbstkomponierte Hymne. Eine Aktion, die im Rahmen des lesbisch-schwulen Chorfestivals Queertakte ausgerichtet wurde. Vor dem Finale zogen die Chöre in kleineren Gruppen durch die Innenstadt, wo sie an verschiedenen Plätzen für gute Laune sorgten. Musik ist ein universales Thema. Und es gibt so viele verschiedene Musikrichtungen und so viele verschiedene Themen. Es gibt Kirchenchöre, es gibt Jazzchöre, es gibt für alles einen Chor. Warum nicht auch für sozusagen bestimmte Randgruppen, die eben auch durch Musik ihre Themen zum Ausdruck bringen wollen? Mit dem Straßensingen wollten die 400 Sänger im Stadtbild ein Zeichen für die Akzeptanz von vielfältigen Lebensstilen setzen. Wenn sowas organisiert wird, vor allen Dingen auch für die Jugend, das hat mich so begeistert, weil da so viele junge Menschen auch dabei sind. Ne? Finde ich eine gute Idee, warum nicht? Also ist ja ganz unterhaltsam, was die so bieten. Ne? Unterhaltung und Spaß am Singen zeigten die Teilnehmer aus Städten wie Frankfurt, Köln, Bern und dem Gastgeber Mainz. Doch die Botschaft lautet klar: Wir fordern Gerechtigkeit für alle Menschen. Und diese Verbindung von dem Besonderen und dem Alltäglichen, das finde ich eine gute Mischung, auch um einfach ein gutes Lebensgefühl rüberzubringen, an sich und auch an die Zuschauer hier bei dem öffentlichen Singen. Ich kenne das sonst gar nicht so bei uns hier. Das sind Lesbische und Schwulige? Ja. Wunderbar. Warum nicht? Wunderbar. Ich denke einfach, die verschiedenen Karrieren und auch die verschiedenen Ausrichtungen bei diesen Männern, dass es ein bisschen weltoffener ist. Saarbrücken ist ja nun nicht so riesig und da ich da keinerlei Berührungsängste habe, warum auch, hat es mir in diesem Chor sehr gut gefallen, weil da wirklich Männer zusammenkommen, die sehr, sehr verschieden sind. Ich blase deine Luftmatratze auf. Die Texte der Sänger bedienen Klischees, bleiben aber auch gesellschaftspolitisch und zeigen vor allem Dinge eins. Sie beschreiben unseren Alltag, der sich von den Alltagen anderer Menschen überhaupt nicht unterscheidet. Und das wollen wir damit einfach klar machen, dass wir gar nicht so besonders oder anders sind als alle anderen Menschen und dass wir eigentlich alle gleich sind, weil wir alle die gleichen Probleme haben, die gleichen Wehwehchen, die gleichen Sorgen. Mainz in rosa, das ist schon okay. Mainz in